Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play American McCheese Alice. Ich habe jetzt mal ein bisschen rumprobiert und habe herausgefunden, wie ich diesen Jabberwocky eigentlich am besten besiegen kann. Ich habe auch im Internet mal geguckt, da wurde gesagt, Waffe 8 und 9 wäre da das Beste. Waffe 9 habe ich dummerweise nicht, muss ich wohl vergessen haben, zwischendurch mal aufzusammeln. Ich glaube, das ist so eine Art Schusswaffe oder sowas. Und das 8 ist ja dieser Augenstab und der hat mir bis jetzt aber noch nicht so Glück gebracht und verbraucht doch ziemlich viel MP, deswegen mache ich das weiterhin mit meiner bekannten Waffe. Und ich habe den Trick gehört, dass, man muss erstmal die richtige Stelle finden, aber man kann von diesen Flügel hier beschützt werden, wenn man richtig steht. Und das habe ich auch probiert und das ging eigentlich ziemlich gut. Und dann habe ich ganz normal mit meiner Waffe hier immer angegriffen und habe immer, wenn der halt runterkam, diese abgeschossen. Wie gesagt, das klappt eigentlich ziemlich gut. Man bleibt doch relativ von den Flammen hier verschont. Man muss halt nur erstmal den richtigen Punkt finden, wo man stehen kann. Weil ich brenne jetzt auch gerade, sehe ich. Das ist eher schlecht. Wie gesagt, man muss die richtige Stelle finden. Dann ist das auch relativ einfach. So, ich lade noch einmal. Früher oder später klappt das schon. Gerade eben ging es auch ziemlich gut. So, deswegen, ich glaube, die Stellung ist auch ganz fein hier. Ich sehe auf jeden Fall, was er macht. Und kann auch mit meinen Waffen verletzen. So, komm runter. So. Ihr seht, man sieht zwar, was er macht, aber man... gut, jetzt von seinen Feuerattacken wird man schon böse erwischt, aber nicht ganz so schlimm wie sonst. Und wenn ich mit meinen Waffen jetzt hier immer drauf gehe, dann wird er halt, ja, ein bisschen demoliert. So, nochmal. Irgendwann wird er ja mal tot sein. So. Oh je, aua, 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 aua. Aua, aua, hallo? Oh, tot? Ja, tot. Wie gesagt, ein bisschen probieren ist dabei. Wenn man richtig steht, merkt man es, wenn man dann nicht getroffen wird. So, und das Wichtigste ist halt, dass man ihn am Boden lässt, weil immer wenn er fliegt, kann er halt seine Feuerattacke machen und das ist ganz schön störend. Also, da hat man kaum eine Chance eigentlich gegen. So, und deswegen muss man eigentlich immer versuchen, den irgendwie runterzuholen. So, wo habe ich ihn? Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn gar nicht. Da ist er. Komm. Bald muss ich ihn doch mal haben. So, ich werde jetzt aber mal fix hier rüber rennen. Oh, hoppala. Komm, Angriff. Ich hole mir mal schnell die Heilung. Autsch. Eieieiei. Oh, wow, wow. Das ist harte. Oh, klar. Also von der nächsten Attacke von dem werde ich auf jeden Fall gekillt. Oh oh. Oh oh. Bitte stirb endlich. Meine Heilung ist doch so weit unten. Oh 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 oh. Jetzt bin ich tot. Okay, nochmal laden. Uiuiui. Ja, das Beste ist wirklich, man bleibt wahrscheinlich hier unten drunter. Da hat es eigentlich gerade ganz gut geklappt gehabt. Ich muss ihn nur mal finden, wo er ist. Ich hätte mir vielleicht die Stelle merken sollen, wie ich stand. Damit ich halt relativ sicher bleibe. So. Au, jetzt brenne ich auch noch. Na komm, Waffe, geh los. Hol ihn runter. Das ist das Beste, was du machen kannst. Oh je, das wird wohl ein Fail-Versuch wahrscheinlich wieder. Komm. Und Attacke. Komm, du schaffst es, du schaffst es. Bitte, bitte, bitte. Na komm. Angriff, 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 komm.
Na los. Stirb endlich. Gut, so oft habe ich ihn jetzt noch nicht erwischt, aber... Es wird Zeit. Es wird auf jeden Fall Zeit. Denn lange halte ich nicht mehr aus. Ah, oh Gott, das sieht echt schlimm aus. Also ein bisschen Schutz bietet es schon. Man muss halt nur wirklich die richtige Stelle erwischen, weil dann wird man eigentlich richtig gut geschützt. Aber wie war denn das bloß? War das hier so? Also eigentlich hatte ich noch durch den Flügel durchschauen können. Okay, das war keine gute Position, glaube ich. So war es auch nicht. So vielleicht. Mal gucken. Bin ja jetzt schon relativ angeschlagen. Oh, ich hasse diesen Gegner, der ist so schrecklich. Der ist echt so schrecklich. Ich glaube, mit dem hatte ich bisher auch immer am meisten Probleme. Oh, komm. Nicht sterben, bitte. Nicht sterben. Hallo? Stirb doch bitte, stirb, 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 stirb. Ah, nee, das war's. Eieieiei. Oh Mann. Ja. Komm. Geh aus. Ich glaube, das trifft gar nicht. Komm, komm, komm. Angriff. Der darf nicht in die Höhe gehen. Wenn der seine Feuerattacke macht, ist der richtig gefährlich. Aber ich muss ihn ja auch irgendwie erwischen. Oh je. Mensch. So. Oh ne. Da geht die Energie richtig ganz fix runter. Also das ist auch nicht die richtige Position. Nochmal neu laden. Also ich werde das auch ein bisschen schneiden. Je nachdem, dass ihr halt nicht zu viele Fails auf einmal habt. Oh Mann, oh Mann. Der ist echt mies. So, vielleicht doch nochmal auf die 8 wechseln. Aber zu viel Energie möchte ich da ja auch nicht verschwenden. Oh Mann, oh Mann. Wo ist denn der? Oh, gleich schon wieder tot. Er qualmt auf jeden Fall schon mal ein bisschen. Aber das reicht noch nicht. Und ich werde doch jetzt gleich das Zeitliche segnen. Oh Mann. Auf jeden Fall ist er mal unten, aber ich bin schon tot. Ach, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Ich weiß aber, dass ich den durch den Flügel sehen konnte. So ein nerviger Gegner. Oh Gott. Hilfe. Ich bin gleich schon wieder tot hier. Energie holen. Oh, schnell rennen. Schnell, 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 schnell. Hier vielleicht eher. Nee, garantiert nicht.
Nee. Ich kann echt nur auf Vermutung gerade angreifen. Uiuiuiui. Ich glaube, ich stehe gerade richtig scheiße. So. Mensch, gerade eben hat es so gut geklappt. Da habe ich die Variante vielleicht 2-3 Mal ausprobiert und dann hat es direkt geklappt. Da war halt nur das einzige Problem, dass ich anfangs diese Nummer 8 genommen habe, also diesen Augenstab. Und da sind mir die MP flöten gegangen und ich konnte keine Waffe mehr benutzen. Jetzt habe ich eh kaum noch MP. Toll. Okay, jetzt kann ich nur noch die Waffe nehmen. Klasse. Stirb endlich. Oh, nicht doch ich. So. Und Angriff. Bisher hat er mich noch nicht erwischt. Doch, jetzt hat er mich kurz. Und komm. Böser, böser Gegner. Stirb endlich. Du machst es mir viel zu schwer. So. Na, jetzt ist er zu weit oben gewesen. Boah, Hilfe. Meine Güte. Autsch, du Idiot. Tut weh und bin tot. Toll. Mensch, wenn der Greif wenigstens mal sich so richtig über uns drüberlegen würde, dann wären wir wenigstens halbwegs geschützt. Eieieiei. Meine Güte. Ich glaube, da muss ich echt die Aufnahme stoppen, damit das klappt, oder was? Anscheinend will er sich nicht besiegen lassen, wenn er gefilmt wird dabei. Oh, oh, von da ist böse, von da ist wirklich böse. Okay, einen Versuch mache ich jetzt noch. Wenn das nicht klappt, werde ich echt das Offscreen machen und dann, wenn der tot ist, erst aufnehmen. Also, wenn er gerade am Sterben ist. Weil das kann nicht sein, dass man ewig oft probiert und in der Aufnahme klappt es plötzlich nicht mehr. Ist ja echt schlimm hier. Gerade eben hat es so gut geklappt. Oh Mann. Ich habe mir nur so gedacht, oh, ich hab's geschafft. Die Technik geht. Und speicherst du mal nicht und lädst einfach. Toll. Stirb doch endlich. Na klar.
Okay, gut. Dann sehen wir uns gleich im nächsten. Also, ja, doch. Wenn es dann doch endlich mal geschafft ist, sehen wir uns wieder. Also bis dahin. Tschüss.